So, da sind wir wieder am Freitag in unserem Webinar mit den Handelsideen für den fünften Handelstag der Woche, mit dem Ausblick für die kommende Woche und der, ja, sage ich mal, großen Chartschau, die sich hier heute so ein bisschen in den Bereich der Education auch ausdehnen wird. Aber zuerst hier, guten Morgen allen, die auch live zuschauen. Olaf, Oliver, Rolf, ich freue mich wie jeden Morgen. Ach, es ist toll. Wir gucken hier zusammen rein und wenn jemand Fragen hat, einfach bitte hier direkt rein in die Chats. Das sage ich ja immer wieder. Nicht scheu sein, wenn Fragen da sind. Oder aber ein Wunsch mag, bitte einfach in die Chats rein und dann können wir darüber auch sprechen. Bevor wir das tun, bevor wir die klassische Marktvorbereitung auch anfangen, hier in die Risikohinweise hinein. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Diesen Risikohinweis bitte ich in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Christian, Elena, auch hier einen schönen guten Morgen. Was geht heute in den Nachrichten? Wir schauen drauf. Die wichtigsten vorab heute Morgen, 9.20 Uhr. Wir sehen es hier. Da gibt es eine Rede vom EZB-Mitglied Mersch. Der Euro hat sich ja in letzter Zeit auch ganz schön ordentlich bewegt. Ich bin gespannt, was wir hier hören. Auf alle Fälle ist das etwas, wo die Märkte darauf reagieren können. Das muss man so ein bisschen immer mit im Hinterkopf behalten. Sicherlich sind das dann auch Dinge, die eher im kurzfristigen Trading relevant sind, solche Nachrichten auch zu beachten. Aber sie sind da und es ist wichtig, dass man weiß, wann die kommen. Was gibt es heute noch im Laufe des Tages hier um 14.30 Uhr? Aus den USA. Da gibt es das Thema Verbraucherpreisindex. Das wissen wir ja, das ist das Thema Inflation. Da hat sich die Zentralbank der USA ja auch schon einige Male zu geäußert, dass die sich am unteren Rand der aktuellen gewünschten Bandbreite befindet. Was das Thema Zinserhöhung angeht, gab es ja auch einige Informationen seitens der Fed, seitens, ja, sag ich mal, Herrn Powell und wem auch immer von den Notenbanken. Da gibt es ja eine ganze Menge Stimmen, die sich in diese Richtung melden und die sagen allesamt, es wäre beispielsweise auch gar nicht nötig, Zinsen weiter zu erhöhen oder vielleicht auch mal, wenn es notwendig sein sollte, einen Schritt zurückzumachen. Also die Fed hat jetzt hier an dieser Stelle schon wirklich sehr viel Handlungsraum auch eingeräumt. Vielleicht um die Märkte ein bisschen vorzubereiten, das weiß ich nicht so genau. Aber wir sehen, sie scheinen weiterhin den Willen zu haben, handlungsfähig zu bleiben und die Märkte entsprechend auch zu unterstützen. Was gibt es dann heute noch um 19 Uhr, beziehungsweise was haben wir hier unten noch? Ja gut, die Baker Hughes mit den Ölanlagen, das ist etwas, was den Ölmarkt mit betrifft. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern das massive Auswirkungen haben wird, aber es ist Freitag und was gibt's freitags immer? Jawohl, wir bekommen die COT-Reports und das ist für den einen oder anderen auch recht interessant im Bereich der Futures, auch auf die Rohstoffe. Das kann ja immer wieder Beachtung finden. Das gibt's jede Woche Freitag und hier sehen wir das auch wieder. Hier als Vertreter habe ich hier reingemacht die Positionen für das Öl. Das gibt's natürlich für alle Rohstoffe, auch für den Währungs- und den Indexbereich. Da können wir mal reinschauen, was es hier an dieser Stelle gibt. Das, wie schon gesagt, heute Abend, also heute ein Tag, der nicht so proppevoll mit Nachrichten sind, aber die ein oder anderen Dinge, die hier für Bewegung sorgen können, gibt es schon. Aber das Wichtigste ist ja, was wir daraus machen. Und da, ich schaue gerade mal links, nein, rechts auf meinem Bildschirm, haben wir heute den Schweizer Aktienindex SMI. Der hat gestern ein wahres Kursfeuerwerk gezündet, kann ich Ihnen sagen. Das ist Wahnsinn, was hier los gewesen ist. Den gucken wir uns jetzt gleich mal an als Handelsidee. Danach schauen wir in den Kann-Dollar, japanischen Yen und wir haben ja die russischen Freunde mal wieder auf der Uhr hier. US-Dollar, Rubel, auch da eine Situation, wo es in Kürze zu Bewegung kommen kann. Deswegen heute auch der Chart vom Rubel hier mit auf der Uhr. Da hole ich jetzt gleich auch mal das Chart-Tool rüber, das Chart- und Trading-Tool hier, der MetaTrader 4 mit dem Add-on Stereo Trader. Sie sehen es hier oben, der Stereo Trader ist als Add-on aktiv hier in Anwendung. Das kann auch jeder, der bei uns tradet, hier bei Tickmill nutzen. Wer die Informationen möchte, ich bekomme da ab und zu mal Fragen, wo man diese Dinge findet. Ich hole es gleich nochmal runter. Diejenigen, die es schon wissen, für die ist das immer Wiederholung. Sie schauen ja auch häufig in die Blogbeiträge hinein, die ich hier jeden Morgen auch schreibe. Das ist die Website von Tickmill. Einfach mal draufschauen. Hier gibt es die Blogs jeden Morgen. Da veröffentliche ich hier entsprechend meine Handelsideen für diejenigen, die gern auch mal lesen wollen. Das einfach hier. Da kann man auch immer nachschauen. Und im Übersicht der Seite hier auf tickmill.com
bitte die deutsche Seite auswählen und da haben wir bei den Werkzeugen hier den Stereo Trader, also da draufklicken und wenn Sie einmal auf der Seite sind, schauen Sie sich ruhig mal wirklich die tollen Konditionen an. Wir haben hier eine Menge Instrumente, die tradebar sind zu sehr, sehr kompetitiven Konditionen, also wunderbar, was man hier alles sehen kann. Schauen Sie mal drauf und wir schauen jetzt in die Charts hinein, heißt also hier den Schweizer Aktienindex Swiss 20, die 20 größten Unternehmen der Schweiz sind in diesem Index zusammengefasst. Und was hier passiert ist, et voilà, das nenne ich doch mal ein V, kann ich sagen. Also da kam einiges in Schwung, wenn man das mal so sieht hier. Wir sind richtig unten drunter gelaufen. Wir gucken uns das Ganze mal kurz im Wochenchart an. Also hier auch im Wochenchart viel, viel Dynamik, auch nach unten dieser Abwärtstrend hier auf der Woche. Also hier war ja der erste Schwung, da war es gebrochen. Dann gab es die Wiedertrendaufnahme nach unten. Und dann ging es richtig, richtig tief unten zur Sache. Und dann hat es geknallt. Et voilà. Jetzt mache ich das Bild mal wieder etwas enger. Und dann schob es den Markt hier unten von 8.135 im Tief hoch. Im Hoch standen wir gestern bei 8.843 hier im Index. In den paar Tagen, irre. Aber der Knaller war gestern über, was haben wir hier? Was hatten wir im Low? Das Low hatten wir bei 8.620, das High bei 8.600, nee, bei 8.843, also über 200 Punkte, das sind über 2% hier an dem einen Tag, das ist irre. Also Wahnsinn, was hier gestern passiert ist, da ist richtig Action gewesen. Wir sind hier wieder über dieses Bruchniveau drüber gelaufen. Wir hatten ja hier zwischenzeitlich einen Aufwärtstrend gebildet, der mit diesem starken Move hier unten runter gebrochen wurde im Dezember. Dann hat sich ja dieser Abwärtstrend gebildet und wir sind hier tief in die Korrektur reingelaufen. Und normalerweise ist es immer so, das sind diese Ausbruchslevels, sind Bereiche, wo der Markt mal ranläuft. Die gelten ganz, ganz oft als Widerstandsniveau, wo der Markt dann vielleicht mal so ein bisschen drüber lugt und dann wieder nach unten rumzudrehen. Aber hier absolut Pustekuchen. Hier ist der Markt drüber geschossen, wie so eine V1, sage ich immer. Das sieht mir fast aus wie ein V-förmiges Ende dieses Trends, wenn es weiter nach oben läuft. Und das ist jetzt der Punkt. Das ist jetzt die Frage, weshalb das für mich so spannend ist. Nummer eins für das kurzfristige Trading. Es ist jetzt nicht mehr weit bis zu diesem Hoch hier oben, bis zu diesem Korrekturhoch. Wenn das rausgenommen wird, ist sogar dieser Abwärtstrend hier, den wir hier eingezeichnet sehen, erst einmal gebrochen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist eine Marke. Das heißt, für das kurzfristige Trading, wir wissen ja nicht, was kommt, aber hier könnten Widerstand sein. Das heißt, hier muss man einfach mal drauf schauen, wer hier im Kleinen traden möchte. Das ist interessant, wenn es beispielsweise hier oben dann doch zu Umkehrformationen kommt, beziehungsweise vielleicht auch hier schon, dass man mal den Blick nach unten wirft, dass wir einfach mal schauen, was gibt es denn hier nach unten hin? Da steht dann natürlich erst einmal der Punkt mit dem Tagestief von gestern. Und je nachdem, wie tief das dann läuft, aus dem Verlauf der Stunde heraus kann man auch schon mal sehen. Ich meine, wir haben ja auch ein paar Tagestiefs. Ich habe mich jetzt hier einmal darauf beschränkt, das Ganze über die Stunde auch zu sehen. Das heißt, nach unten hin, Korrektur ist immer gut und gerne möglich. Und was sehen wir, wenn wir eine Korrektur haben? Wir sehen da ganz klar, dass wir hier unten runterlaufen. Das heißt, was jetzt interessant zu sehen wäre, was auch in meinen Augen ein relativ normaler Verlauf wäre, ist, dass wir hier in irgendeiner Weise eine Korrektur sehen werden, die dann, wenn sie aufhört, ein höheres Tief macht und dann entsprechend nach oben läuft. Das wäre jetzt mal eine sehr, sehr positive Geschichte, wenn die Märkte wieder nach oben laufen, hier genug sich sage ich mal, crashed haben, genug Gewinnmitnahmen gemacht worden, dass es dann nach oben läuft. Das wäre jetzt ein Bild, das wäre ein typisches Bild. Allerdings auch ein Bild, auf das viele warten. Wenn viele darauf warten, kann es natürlich auch passieren, dass der Markt einfach erst einmal noch ein Stück weit deutlicher hochläuft. Und deswegen haben wir hier im besten Falle beides auch auf der Uhr. Das heißt, mit Blick nach oben erst einmal hier das Widerstandslevel. Allerdings kann auch jederzeit hier die Korrektur einsetzen. Und da schauen wir mal in die Stunde rein. Und hier sehen wir natürlich sehr, sehr schön auch diesen Trendverlauf hier, wie der Markt sich schön nach oben geschwungen hat hier in diesem Bereich. Und da haben wir hier diese Marke um die 8.619 Punkte hier, diese Marke. Das ist ein Bereich, da kann der einfach mal runtergehen. Er könnte ja so weit korrigieren, ohne diesen Aufwärtstrend hier in irgendeiner Form kaputt zu machen. Sehen wir dann die tiefere Korrektur, dann ist jetzt hier im Stundenchart schon mal ersichtlich, auf welche Punkte ich hier gekommen bin. Ich habe mir einfach hier dann die relevanten Korrekturtiefs mal rausgesucht, wo der Markt einfach uns gezeigt hat, hier ging es dann nicht tiefer. Hier haben wir wirklich mit Schmackes hochgekauft. Das war einmal hier der Fall, hier ordentlich der Fall. Und wie schon gesagt, hier war auch ein Standpunkt, wo es deutlich hochging. Das sind so Marken, die sieht man in den kleinen Zeiteinheiten sehr, sehr schön. Und wenn es hier oben dann eng wird, dann sieht man auch, dass der Markt hier mit einer Top-Bildung anfängt.
und dann nach oben rumdreht, das wären dann so Zeichen, dass hier möglicherweise eine Korrektur anfängt. Ansonsten Blick nach oben, hier etwas kleiner gemacht, über dieser Marke ist natürlich erstmal wieder ordentlich Raum auch nach oben. Da haben wir hier, wenn wir in den Stundenchart reingehen, natürlich auch ein paar interessante Level. Hier hat man so ein bisschen Staupunkt, Staubereich in diesem Bereich um die 9000, 9025 Punkte hier oben. Da hat es mal ein bisschen gestaut im Stundenchart und dann haben wir das gleiche hier auch noch kurz vor diesem Hochpunkt hier oben und da haben wir hier den Kursbereich von grob über den Daumen 9100, 9150. Das ist hier wieder so ein Staubereich. Das sehen wir schön in den Stundencharts. Das sind Anlaufpunkte, die kann man sich gut und gerne mal mitnehmen. Und dass sowas auch gut funktionieren kann, das sehen wir halt auch hier, wenn man das mal sieht. Hier der Korrekturtrend in der Stunde. Hier gab es die Umkehr des Ganzen. Hier unten wurde der Trend gebrochen und dann schob sich das schön nach oben und hat diese Level auch schön mit abgefrühstückt. Und dann haben plötzlich die Käufer gefehlt. Und was ist dann passiert? Der Markt kam nach unten. Das sind so interessante Sachen, die sich hier an diesen Stellen auch ergeben. Das funktioniert natürlich am besten dann, wenn die Historie noch relativ frisch ist. Aber es sind Marken, die sehen wir einfach im Chart. Und da ist das Ganze natürlich auch gut und gerne möglich, hier mit beizubehalten und entsprechend zu beachten. So, jetzt gehen wir vom Schweizer Aktienmarkt mal in die Währungsmärkte rein und ich scroll mal ganz nach unten hier in die Märkte rein. Was sehen wir hier unten? Ich suche mal gerade raus den US-Dollar-Rubel. Das ziehen wir mal hier rüber. Zack, da ist er da im Tageschart. Das ist das Interessante, was mich hier jetzt interessiert. Und ich finde es sehr interessant, was hier gerade los ist. Wir sehen jetzt nämlich hier, ich habe das in diesem Rechteck, in diesem blauen Rechteck, habe ich das mal versucht zu skizzieren. Die Märkte und der Markt, der tingelt hier in diesem Bereich momentan so ein bisschen hin und her. Okay, das ist jetzt mal nichts Besonderes. Aber wo stehen wir denn? Wir stehen in Bezug oder mit Bezug auf diesen Tagestrend hier, stehen wir in einer sehr, sehr, sehr tiefen Korrektur. Und hier sehen wir jetzt momentan, der Markt überlegt so ein bisschen runter oder hoch. Aber wir haben eher Kerzen, die, sage ich mal, den Anschein machen, als wenn der Markt nicht deutlich tiefer will, auch noch nicht richtig hoch, aber er ist erst einmal hier unten abgeprallt, hier von dem Tief und hält sich jetzt in diesem oberen Spannungsbereich. Könnte unter Umständen sein, dass wir hier eine leichte Bodenbildung sehen, die uns dann nach oben bringt. Das ist das Erste. Also in Bezug mit Bezug auf diesen Trend hier, tiefe Korrektur. Aufpassen hier, da haben wir die Umkehrsituation, die sich jederzeit nach oben auflösen könnte. Nummer eins. Nummer zwei. Nehmen wir uns mal diesen untergeordneten Trendverlauf hier an, diesen hier, den ich hier mit der Maus kurz zeige. Was haben wir da? Da haben wir auch eine tiefe Korrektur. Selbes Bild. Wunderbar. Und jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß mal noch in der Woche an. Was haben wir da? Jetzt muss ich das Bild mal etwas größer machen hier. Guckt euch das mal an. Wir haben hier einen aufwärts gerichteten Wochentrend, der korrigiert hat hier in diesem Bereich rein bis in sein letztes Ausbruchslevel hier. Das muss ich mal grün machen, das sieht im Roten nicht so gut aus. Das war der Support oder ist der Support gewesen. Hier, zack, da war er. Da ist der Markt nicht runtergelaufen. Hier aufgedutzt, aufgedutzt und dann hat sich hier selbst auf Wochenbasis ein Aufwärtstrend gebildet und die letzte Bewegung im Wochenchart ist hier in der tiefen Korrektur und der Markt kommt hoch. Das sehen jetzt ein Haufen Leute. Das sehen die Leute, die den Wochenchart anschauen. Das sehen die Leute, die diesen großen Tageschart anschauen. Und das sehen auch die Leute, die dieses Ding hier getradet haben. Das sehen ein Haufen Leute. Und das kann natürlich dafür Sorge tragen, dass wir hier bald ordentlich Bewegung sehen nach oben hin. Was kommt denn, wenn sich dieses Ganze auflöst? Hier haben wir das Tageshoch stehen bei 67,89. Das nächste Tageshoch haben wir dann hier oben bei 67, bei 68,59. Und dann hier oben schon der nächste Punkt. Hier haben wir das Hoch von diesem Trend und auch das Hoch von diesem kleinen Trend bei 69,79. Das sind alles weite Dinge, die sind noch ein ganzes Stück weg, aber das kann man ja schön für die Planung benutzen. Und wenn der Markt sogar das Level hier oben wuppt, dann haben wir hier Trendfortsetzungsmöglichkeit für den Wochenchart hier bei 70,49. Das zur Oberseite hin. Sollte alles anders kommen, haben wir hier den Supportbereich um die 66,096 hier liegen. Da hat der Markt ja schon öfter mal gedreht. Hier auch wieder müssen wir schauen, wenn das Ganze dann bricht, müssen wir uns komplett neu ausrichten. Das ist ganz klar. Potenzial nach unten ist ja natürlich noch da, nur wir sehen hier momentan so ein schönes Innehalten. Und dieses Innehalten, das zeigt uns momentan auch der Stundentrend. Hier sehen wir eine schöne Bodenbildung. Hier, wenn man das mal sich entsprechend anschaut, wir haben hier einen Tiefbereich. Wir haben hier einen Tiefbereich. Wir haben hier an dieser Stelle sogar ein höheres Tief. Das heißt, der Markt tendiert hier so langsam Stück für Stück nach oben. Und das
Morgen, Ludger, ist ja dann interessant, wenn wir hier jetzt untergeordnet plötzlich einen Aufwärtstrend sehen. Ja, ich meine, wir sind ja hier schon mal etwas drüber gegangen. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Entschuldigung. Wir sind ja hier an dieser Stelle schon leicht drüber gelupft. Das heißt, rein technisch gesehen haben wir ja schon mal den Aufwärtstrend auch da. Aber wir brauchen natürlich auch noch die Bestätigung. Und wenn das Ganze dann nach oben läuft, dann haben wir hier die Bestätigung nach oben hin laufend, und das Ganze dann als bestätigtes Umkehrsignal. Und das ist dann zu zählen als Umkehrsignal für den Trend, den man hier auf Tagesbasis auch sehr, sehr schön sehen kann. Wiederaufnahme nach oben hin. Und je nachdem, wo man sich ausrichtet, hat man dann entsprechend natürlich auch die Potenziale, die hier im Markt mitliegen. Also das mit Blick in den Wochen-, Tages- und Stundenchart für das Währungspaar US-Dollar, russischer Rubel. Interessant, wie ich finde, weil eine Menge drauf schauen können. Das kann doch deutlich Bewegung geben. Und damit schauen wir in das dritte Währungspaar für heute. Und da hatte ich, wie avisiert, den kanadischen Dollar im japanischen Yen mit auf der Uhr. Auch da Thema Flash Crash im Yen. Das haben wir hier unten gesehen. Dieser Spike ist einfach der Wahnsinn, in wie vielen Währungen man das sieht und auf wie viele Sachen das auch Auswirkungen hat sozusagen. Ne? Aber das bietet halt auch immer Chancen. Ne? Das ist, ja, ich sag mal, blöd, wenn man hier unten ausgestoppt worden ist. Ja, was soll ich sagen? Es passiert. Es gehört zum Traden dazu. Dafür gibt es das Risikomanagement, was man da anwenden muss. Aber egal, es ist passiert und es gibt auch Chancen. Nur wenn man das ganze Ding jetzt mal nüchtern betrachtet. Einfach nüchtern, klassisch. Was war das denn? Das war eine lange Bewegung. Hier, ich zeige es mal ganz kurz ein. Ich mache einfach mal hier so hier, Stückchen, das letzte Stückchen vom Abwärtstrend, was ich hier mal mit einzeichne. Heißt also, wenn man das wirklich ganz nüchtern betrachtet, Emotionen völlig außen rauslassen. Ich meine, gut, ich kann das leicht sagen. Ich bin davon nicht betroffen gewesen, von diesem Rutsch nach unten im negativen Falle. Das redet sich immer anders, als wenn man, ja, sag ich mal, davon betroffen ist. Aber wir haben jetzt hier sozusagen den Runterlauf. Und dieser Runterlauf, hier gab es nochmal eine kleine Zwischenkorrektur. Da gab es den Bruch hier von diesem Niveau. Dann gab es nochmal kurze Korrektur. Ansonsten, wenn man das Ganze mal sieht, egal, ob man diesen kleinen Zwischenhaken jetzt noch mit einbezieht oder aber ob man das komplett durchsieht, man hat hier einfach nur einen Trendverlauf nach unten. Der Markt ist einfach runtergelaufen. Die Nachrichten dazu spielen keine Rolle, wenn man das so betrachtet. Er lief einfach nur runter, hat hier eine überdehnte Bewegung. Egal, ob jetzt das Stückchen gesehen wurde oder das Stückchen hier gesehen wurde, das ganze Ding ist in extremer Überdehnung. So, und jetzt ist das, was ich persönlich spannend finde. Durch diese starke Überdehnung haben wir hier erst einmal einen Markt, der im Langfristbereich ebenfalls ein wichtiges Level rausgenommen hat. Dieses Level sehen wir, wenn wir beispielsweise hier in den Wochenchart mit reinschauen. Wenn wir uns das ganze Ding mal angucken, wir haben hier unten um die Marke von 80,54, haben wir einen Bereich gehabt, der auch im langfristigen Bereich immer wieder für Halt gesorgt hatte. Das heißt, hier drüben im Jahr 2017, Halt geboten. Hier im Jahr 2018 Halt geboten und danach immer gut nach oben angestiegen. Aber jetzt hat das Ding halt den Schub nach unten bekommen. Und da sehen wir halt auch auf dieser Sache Thema Markttechnik. Hier, schaut euch das mal an. Im großen Bereich ist der Markt momentan halt eher nach unten gerichtet als nach oben hin. Das heißt, das, was wir hier drüben sehen, ist einfach nur die Fortführung der technischen Lage. Was haben wir hier im großen Bild, wenn wir uns das mal vor Augen führen? Wir hatten hier oben die Situation, kein neues Hoch auf der großen Zeitebene, muss man dazu sagen, ne? Also hier ein tieferes Hoch. Danach ist der Trend entstanden auf Wochenbasis. Und dann hier die Korrektur, weit auch gelaufen, schön tief gelaufen. Das sind die Chancen. Und das ist halt auch das Coole, wenn man sich sowas anschaut. Man kann die Korrekturen halt auch super im Tageschart mit handeln. Und jetzt hier, das große Bild zeigt uns hier einfach eine tiefe Bewegung. Weit gelaufen. Und das, was wir hier jetzt sehen, das ist halt aktuell die korrektive Phase dieses übergeordneten Aufwärtstrends. Und die ist jetzt auch schon ein ganzes Stück zurückgelaufen. Und hier stellt sich jetzt dann natürlich die Frage, was
kann jetzt kommen. Und das schauen wir uns, wie schon gesagt, im Tageschart an. Und der Tageschart ist momentan in meinen Augen relativ interessant, weil wir stehen hier zum einen mal in dem Ausbruchsbereich bei 82.055 hier. Da waren die Tiefs hier drüben. Das hat der Markt hier weggerissen. Das ist mal das eine. Dann stehen wir hier im Bereich dieses Lupfers nach oben um die Marke. Hier, da stehen wir ja jetzt aktuell auch wieder dran. Heißt also an dieser Stelle, wir haben hier einen Widerstand. Das ist die erste Marke. Hier. Bedingt durch dieses Hoch und halt dieser Bereich hier unten. Das ist das eine. Hier haben wir die Schwächephase gesehen. Hier eine Unentschlossenheitskerze, hier gestern den Aufwärtstrend, den Abwärtstrend in der Stunde leicht nach unten auch fortgesetzt. So, was wir jetzt hier sehen, ist die Gegenbewegung. Und jetzt wird es spannend. Mit Blick nach unten haben wir hier ein paar Tagestiefs liegen. Da lege ich gleich mal die zweite Reihe noch rein hier. Also hier diesen Bereich noch mit dazu, um die 81.433, beziehungsweise hier das Tagestief bei 80.871. Das sind Marken, die sind jetzt da. Wenn der Markt tatsächlich hier rumdreht, sollte man das als beachtendes Zeichen sehen, weil dann setzt sich der Markt nach unten fort. Aber kommt das, was ich für gut und gerne für möglich halte, aus meiner Warte heraus, wenn wir hier oben das, was wir hier sehen, lediglich hier den Spike nach oben, hier, zack, hoch, ja, und dann etwas Korrektur und danach den Schub nach oben. Dann haben wir nämlich hier untergeordneten Aufwärtstrend. Und das ist ein Zeichen, dass die Korrektur noch deutlich weiterlaufen kann. Weitere Punkte nach oben wären dann hier der Bereich um die 83,7, was als nächster Anlaufpunkt für die Trendgeschichte gelten kann. Und das verrät uns wieder sehr, sehr schön der Blick in die Stunde. Und die Stunde, das muss ich jetzt mal etwas kleiner zoomen, da sehen wir gerade hier oben diesen Lauf. Wir sind hier, wir haben schön diesen Stundentrend nach oben mitlaufen. Hier ist das letzte Korrekturtief in diesem Bereich gewesen, hier, wo ich diese Linie auch hingezeichnet habe bei 81.433. Da sieht man auch mal, wie gut man diese Untertrends im Tageschart mit erkennen kann. Und hier haben wir jetzt das Umkehrmuster. Das heißt, dieser Trend, den wir in der Stunde jetzt am Laufen haben, der hat hier die Umkehr schon gemacht. Und wenn das ganze Ding jetzt weiter nach oben läuft, dann haben wir die Chance, hier tatsächlich über das Level oben drüber zu laufen, uns über den Widerstand zu etablieren und dann die Korrektur, die korrektive Phase weiter nach oben zu bringen. Dann haben wir hier auf Tagesbasis einen gültigen Aufwärtstrend, den wir schön nach oben traden können. Der gültige Aufwärtstrend ist dann halt da. Den kann man traden. Man muss halt wissen, man tradet hier die Korrektur dieses ganz, ganz großen Bildes. Aber why not? Wir sind aktive Trader. Das können wir nutzen und das kann gut und gerne genommen werden. Man muss halt wissen, es ist die Korrektur, die bietet hier auch Chancen, die ist schon weit gelaufen, aber wenn sie sich noch weiter fortsetzt, wir wissen ja nie, wie weit es geht. Ne? Der Markt kann ja diese starke Bewegung hier nach unten bis hier oben hin korrigieren. Es spricht doch überhaupt nichts dagegen, dass der Markt sowas macht und da sieht man mal die Chancen, die hier oben liegen, also die Potenziale in diesem Bereich noch, die wir hier haben, die wir aus dem Markt rausziehen können und das sind doch gute Wahrscheinlichkeiten, die man hier gut und gerne für das Trading nutzen kann. Hier oben, da haben wir dann den Bereich, ich klemme das mal kurz dazwischen hier, das Hoch um die 85,2. Das ist hier gut und gerne möglich. Wie schon gesagt, hier noch der Widerstandsbereich. Da kann der Markt reinlaufen. Da sind die Chancen da. Deswegen hier der Kandola-Yen heute mit auf der Uhr. Super klasse, finde ich. Schöne Idee, wo der Markt was draus machen kann. Wir müssen einfach nur warten, was er tut. Jetzt schaue ich mal kurz in die Chats hinein, ob Fragen sind. Ich sehe tatsächlich. Guten Morgen, Andreas. Wäre schön, wenn wir die COT-Reports bekommen würden. Bin mir jetzt nicht sicher, was du genau meinst, Andreas, mit den COT-Reports bekommen könnten zum Thema Shutdown. Ich denke, diese werden trotzdem veröffentlicht, weil das ja keine haushaltsrelevanten Dinge sind. Aber lassen wir uns mal überraschen, was da in diesem Bereich kommt, weil die Trader traden ja trotzdem. Also ich glaube, die werden trotzdem veröffentlicht. Aber lassen wir uns da mal mit überraschen. Gut, an dieser Stelle gehen wir dann einen Schritt weiter. Das heißt, wir gehen wieder in unsere Präsentation zurück. Hier, oh Andreas, der schreibt gerade, die kommen heute doch nicht. Es gibt einen Hinweis auf der Website, da habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Andreas, sehr, sehr lieben Dank für den Hinweis. Also der Andreas, der schreibt dir gerade auf der Website, wo die COT-Reports veröffentlicht werden, da findet man die Information, dass diese wahrscheinlich wegen dem Shutdown nicht veröffentlicht werden. Gut. Dann müssen wir einfach warten, wie das Ganze wird. Ich hoffe, das trifft nicht allzu viele im negativen Bereich. So. Zurück, danke Andreas, zurück zu den Dingen, die wir in der nächsten Woche bekommen werden. Hier,
Die Vorschau für die wichtigsten Nachrichten. Deswegen wieder drei dieser Bullenköpfe hier im Bild mit drinnen. Wir sehen am Montag wichtigste Sache aus den USA. Der FED-Vorsitzende Powell nimmt Stellung. Wir wissen das, wenn der was zu sagen hat, da passiert einiges. Wir haben ja bei der letzten Rede gesehen, wie der Dollar dort reagiert hat. Am Dienstag bekommen wir den Erzeugerpreisindex aus den USA. Am Mittwoch gibt es das Thema Einzelhandelsumsätze aus den USA und wir bekommen, wie jede Woche geplant, die Rohöllagerbestände. Und am Donnerstag gibt es dann aus der Eurozone den Verbraucherpreisindex, aus den USA die Baugenehmigung, den Philly-Fed-Herstellungsindex und das Thema Verkäufe neuer Häuser. Das mal die wichtigsten Sachverhalte für die nächste Woche. Wir sprechen dann natürlich jeden Morgen in der Planung über die Details, auch noch über die zweitwichtigsten Relevanzen. Das also hier an dieser Stelle. Super, Andreas, das passt. Der Andreas hat hier mal noch gepostet, die Quelle, wo es herkommt. Also für diejenigen, die das interessiert, ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu den COT-Reports. Es gibt eine Website, da werden diese Daten immer zur Verfügung gestellt. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, das ist das Zitat, dass ich das mal reinkriege, kurzen Augenblick hier. Ich gehe mal kurz auf die Website, weil das könnte etwas sein, was wirklich viele interessiert. So, Steuerung C, kurzen Augenblick, bitte geben Sie mir kurz diese Zeit, die wir hier auch haben. So, kurzen Augenblick, dann hole ich es mal auf den Schirm. Diese COT-Reports, ich will ja hier auch zeigen, wie man die Dinge mit reinbekommt. Hier haben wir es da, dass das jeder auch anschauen kann, diese COT-Reports. Hier ist mal die Website, wo diese COT-Reports immer veröffentlicht werden. Und hier, das ist das, was der Andreas geschrieben hat. Nochmal danke, Andreas, dass du das so schnell zugearbeitet hast. Hier steht diese Ankündigung, dass wir hier sozusagen diese Daten aktuell nicht bekommen. Und das ja ist etwas, was wir hier an dieser Stelle einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Es ist so, Shutdown ist halt da und deswegen haben wir die Situation jetzt so, wie sie ist. Dafür nochmal Dankeschön und damit weiter in die große Marktbesprechung rein, würde ich an dieser Stelle sagen. Das heißt, wir haben jetzt hier die wichtigsten Termine für die kommende Woche besprochen und damit gehen wir in die Charts hinein und machen die Besprechung der großen Indizes, weil seit ja, Weihnachten bzw. kurz nach Weihnachten haben wir ja nicht tief reingeschaut. Seitdem ist einiges passiert. Wir haben bei den US-Indizes wie auch bei einigen anderen Indizes mit guter Wahrscheinlichkeit am ersten Mal ein lokales Tief gesehen, was um die Weihnachtszeit gebildet worden ist. Und da schauen wir uns die Indizes einmal an. Ich trinke noch mal ganz kurz einen Schluck Wasser und dann bin ich gleich wieder zurück mit Ton und Bild. So, heute sitzt irgendwie der Frosch im Hals. Ich hoffe, der verzieht sich jetzt für immer. So, also, was haben wir bei den großen Indizes? Wir schauen uns das Ganze mal an. In dem Charts der großen Bilder hier. Da schauen wir mal, fangen wir einfach mal mit dem DAX an. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich eventuell sogar noch die Charts hier drinnen habe, die ich genutzt habe, um das letzte Webinar zu machen, aber dem scheint jetzt hier an dieser Stelle nicht so zu sein. Heißt also, wir gucken einfach mal von Grund auf hier in die Charts entsprechend auch rein. Wir fangen hier mal mit dem DAX an, hier im Tageschart an dieser Stelle. Und hier sehen wir, es wird spannend. Also ich finde, es ist ein total geiler Jahresauftakt, der hier uns widerfahren ist. Seit den Tiefs, die wir hier unten im Dezember gesehen haben, trendiert der Markt schön nach oben. Wir haben hier untergeordnet diesen Aufwärtstrend gebildet. Und jetzt hier im DAX wird es wirklich spannend. Was ist so spannend? Wir sehen ja hier im großen Bild, ich zoome das mal kurz etwas weiter zusammen. Wir sehen ja hier im großen Bild die Lage so an den Märkten, dass wir übergeordnet natürlich deutlich bärisch sind, deutlich nach unten laufen, große Trends nach unten. Hier schön
Der Bewegungsarm, der auch schön trendförmig läuft, diesen kleinen Zacken hier, der war untergeordnet. Ich glaube, hier gab es auch einen kleinen Lupf drunter, den kann man natürlich auch mitzählen. Das sind die Schwünge, die wir hier so sehr, sehr schön sehen in diesem Bereich. Und hier sehen wir auch wieder hier den untergeordneten Schwung, wo verschiedene Trendgrößen in dem Markt auch zusammenschwingen. Und das ist interessant, weil uns der Markt hier sehr, sehr schöne Dinge zeigt, wie er mit uns umgeht, wie sich die Marktteilnehmer verhalten. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Warum? Wir haben hier an dieser Stelle bei 10.986 Punkten, dann notieren wir mittlerweile sogar drüber, also hier knapp die Marke von 11.000 Punkten. Da schauen ja auch viele Trader drauf. Hier haben wir jetzt diesen Bereich, da haben wir ein Korrekturhoch liegen. Wenn der gewuppt wird, dann läuft dieser untergeordnete Schub hier oben drüber. Das könnte ein positives Zeichen geben, zumal wir auch von Seiten der, sag ich mal, Politik, Thema Handelsstreit mit China und so weiter und so fort, da haben wir so ein bisschen Zeichen auf Entspannung stehen. Und das ist eine Marke, wenn sich diese Entspannung am Markt weiter durchsetzt. Das könnte positiv sorgen. Das könnte positiv ausfallen, weil wir hier an dieser Stelle schön entsprechend nach oben laufen können. Wir haben hier, wenn wir uns diesen Trend, den wir hier mal sehen, auch anschauen, ein bärisches Signal drinnen. Wir haben hier dieses Dreieck mit der ansteigenden Unterseite. Wenn das Ganze nach oben gewuppt wird, das ist dann die bullische Konsistenz. Das heißt, wir haben hier diesen untergeordneten Aufwärtstrend, der korrigiert hier im bullischen Zeichen. Ich glaube, ich hatte gerade gesagt bärisch. Nein. Es ist natürlich ein bullisches Verhalten. Und wenn der Markt hier drüber schiebt, dann haben wir gute Karten, dass wir zumindest mal kurzfristig über diese Marke hier bei 11.000 Punkten drüber laufen können und dann den Weg nach oben frei haben in den nächsten Widerstandsbereich. Und da ist einiges, was dann da ist. Hier oben haben wir das Korrekturhoch um die Marke von 11.570, also knapp 11.600 Punkte. Und hier oben schon den nächsten Bereich, wenn man das mal so sehen kann, die 11.700 Punkte Marke. Also wir haben interessante Marken hier drinnen liegen, die man gut und gerne auf der Oberseite betrachten sollte und auch betrachten kann. Das sind nämlich die Chancen, die wir hier in diesem Bereich bekommen. Und das ist schön zu sehen, wenn der Markt das Ganze spielt. Er muss es natürlich spielen. Ansonsten kann man auch sagen, wenn der das nicht spielt, haben wir hier eine tiefe Korrektur, die sogenannte Bullenfalle dann an diesem Punkt und der Markt dreht wieder runter. Das wäre dann natürlich ein Zeichen, dass wir hier wieder in Richtung der übergeordneten Trends laufen. Und das ist halt das Schöne jetzt an dieser Marke. Es ist hier eine entscheidende Marke und je nachdem, wie die Entscheidung getroffen wird, läuft der Markt halt entweder deutlich nach oben oder wir gehen nach unten. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir wieder ein sehr großes Risiko für die Long-Seite, aber auch eine sehr große Chance für die Long-Seite. Und das ist ja das, was häufig die besten Erträge generiert, so ähnlich wie wir es hier unten gehabt haben. Hier haben wir halt die größten Risiken gehabt, dass es weiter nach unten läuft, aber auch die größten Chancen, dass es deutlich nach oben läuft. Und hier oben ist es jetzt umgedreht. Hier haben wir das größte Risiko, dass es nach unten läuft. Aber auch die höchste Chance, dass es nach oben läuft. Wir können uns hier eng absichern und der Markt zeigt uns hier ziemlich früh und ziemlich eindeutig, was passieren kann. Und das ist spannend und das finde ich als guten, gelungenen Jahresstart, weil wir kriegen hier wirklich sehr, sehr schöne Setups auch geliefert, die wir in diesem Bereich auch mitnehmen können. Das also hier zum DAX. Wie schon gesagt, wenn Fragen dazu sind, nicht scheuen, das Ganze einfach reinbringen. Übrigens, man kann das Ganze auch mal sehen, wer jetzt auch mit gleitenden Durchschnitten beispielsweise arbeitet, hier einfach mal die SMAs, die 20er und den 50er reinbringen. Und da kommen wir dann, wenn die Märkte auch weiter ansteigen, dann irgendwann auch in den Bereich, dass diese kurzfristig agierenden SMAs auch wieder rumdrehen, wieder mit nach oben laufen. Das sind dann interessante Sachen, die das positive Bild auch definitiv noch mit untermalen können. Wir können ja mal ganz kurz schauen, dass wir das hier mit reinlegen. So, jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken hier, das aufmachen und dann die Indikatoren reinlegen. Ups, das war das falsche Fenster. So, ich brauche, das brauche ich genau. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier die gleitenden Durchschnitte einfach mit reinziehen. Nein, warte mal, das war das Falsche. Das war der Stereo-Trader. Gut, bevor wir jetzt hier weit reingehen, ich habe das lange nicht benutzt, deswegen liegt es nicht mehr oben drinnen. Wie schon gesagt, die gleitenden Durchschnitte sind hier gut und gerne nutzbar, um das Umdrehen auch mitzubekommen. Und da ist es dann interessant, wenn halt so ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt erst einmal durch die eigenen Kurse überschritten wird und dann hier sozusagen der Markt auch
die Durchschnitte nach oben treibt und dann beispielsweise dieses Handelssignal entsteht. Darüber hatten wir schon mal gesprochen, wenn der SMA 20 den SMA 50 von unten nach oben durchschneidet. Das sind interessante Punkte, weil dann hat man doch ein Bild, dass der Markt sich etwas ändert, das ganze Gebaren am Markt ein anderes wird und das ist dann spannend und schön hier an dieser Stelle mitzusehen. Ich gucke mal, ob ich das jetzt schnell mit reinkriege. Dann können wir es hier auch gleich mal noch mit nehmen. So, dann haben wir hier den Moving Average. Dann nehmen wir mal den 50er rein. Den machen wir einfach mal in Blau. Und dann packe ich hier gleich mal noch den, der ist natürlich abwärts gerichtet, ganz klar, weil der Markt von oben kommt. Und dann lege ich hier gleich mal noch den 20er mit rein. So, jetzt noch mal hier. Gleitende Durchschnitte und den 20er. Und da sehen wir, was ich meine. Das sind natürlich auch Dinge, die vom Markt Beachtung finden. Und da haben wir das Ganze. Wir sind hier schon über den 20er drüber, laufen jetzt zum 50er. Und hier wird es dann halt spannend. Zum einen, was passiert hier um die 11.000? Was passiert dann entsprechend am nächsten gleitenden Durchschnitt? Und wenn der auch nach oben genommen wird, das sind dann halt die Punkte, wo wir sehr schön sehen können, dass sich ein Markt hier ändert, dass sich das Marktverhalten ändert. Und das ist dann das, was wir sehen und brauchen, um unsere Tendenzen nach oben hin mit abzustecken. Die Frage ist auch, warum bin ich hier optimistisch? Ich bin generell ein optimistischer Mensch, und ich sehe halt eine Übertreibung momentan der Märkte nach unten, weil wenn wir uns mal die Wirtschaftsdaten anschauen, die sind bei weitem nicht so schlecht, wie die Märkte das hier spielen. Wir haben ja auch den letzten Arbeitsmarktbericht der USA bekommen, der war auch nicht so schlecht wie das, was uns die Märkte hier momentan implizieren. Und das hält in meinen Augen die Chance offen, dass wir hier nicht vor einer tiefen Rezession stehen, sondern dass wir hier in einer Situation sind, wo die Märkte einfach weit nach unten gelaufen sind. Gründe dafür sind ja egal, aber die Wirtschaft ist eine andere. Klar können wir in den Bereichen, wenn wir jetzt das Wachstum haben, nicht permanent immer neue Hochs schreiben im Wachstumsbereich. Da gibt es halt auch immer mal Dämpfer in dem Ganzen. Aber ich bin der Meinung, wir stehen jetzt hier noch nicht zu einer massiven Rezession. Das heißt, das Bild hier in diesem technischen Abwärtstrend verglichen mit dem letzten großen Bärenmarkt, den wir hatten, wenn man da sich auch mal die Wirtschaftszahlen in diesem Bereich auch angeschaut hat, da haben die Wirtschaftszahlen auch zum Abwärtsmarkt gepasst. Und das Bild haben wir hier noch nicht. Und deswegen denke ich, haben wir gute Chancen, dass wir hier auch gut nach oben laufen können, sofern keine anderen Faktoren kommen, beziehungsweise sofern die Wirtschaftsdaten hier nicht vollends umkippen sollten und das Bild der Abwärtstrends hier auch mit bestätigen. So, das zum DAX. Und dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal noch in den US-Markt rein. Wir gucken dann auch mal noch auf den Ölmarkt, aber erst einmal hier in den US-Markt auch noch mit rein. Hier auch wieder das große Bild im S&P 500. Und hier sehen wir auch sehr, sehr, sehr Interessantes. Und zwar, ja, ich nehme mal kurz die 3000 raus, die brauchen wir nicht. Erst einmal hier ganz klar dasselbe Bild, wie wir auch gerade im DAX gesehen hatten. Hier oben drüber heißt also, wir sind erst einmal über den 20er drüber. Jetzt wird es spannend, was hier oben am 50er passiert. Aber es ist schön zu sehen, dass wir hier untergeordnet erst einmal wieder einen Aufwärtstrend haben. Ne? Also hier ist der Aufwärtstrend entstanden und der Aufwärtstrend, der steht jetzt in seiner Bewegung. Heißt also, es kann auch irgendwann eine Korrektur kommen. Die Korrektur könnte näher sein, als der ein oder andere denkt. Warum? Das zeige ich auch gleich. Wir stehen gerade an einem, ja, interessanten, wichtigen charttechnischen Bereich. Und zwar ist das hier drüben die Marke von diesem Ausbruch hier. Das haben wir, das ist so der Bereich um die 2600, 2700 Punkte hier in diesem Bereich. Also hier, das Low war bei 2600 Punkten. Hier drüben kam dann der Ausbruch. Und das sind die Marken, die wir hier haben, wo wir sehen, der ist aktuell dort in diesen Bereich reingelaufen. Ich packe hier mal noch das Zahlenbild dazu. Also hier drüben haben wir ungefähr die 2600 Punkte Marke mit liegen. Und das sind interessanter Bereich, weil hier kam der Bruch nach unten. So, jetzt haben wir hier durch diese weite, weite überdehnte Bewegung nach unten natürlich die Möglichkeit auch gehabt, dass der Markt hier trendförmig nach oben gelaufen sind. Das heißt, wenn man dieses Bild mal sehen möchte, hat man jetzt hier den Gegentrend und der hat jetzt alle Chancen der Welt, oben drüber zu laufen, beziehungsweise sich als klassischer schöner Aufwärtstrend zu etablieren. Das ist natürlich etwas, das wir erst später sehen werden, ob wir hier beispielsweise hier das zweite Bein haben werden, das ein höheres Tief gemacht hat, also hier vom Tief ein höheres Tief und den ganzen Markt dann nach oben rumdreht. Das sind dann die typischen Umkehrformationen, die man jetzt auch schon relativ früh erkennen kann. Und hier in diesem Bereich ist es jetzt interessant, was passieren wird, was kann passieren. Ganz klar, wir können ein bisschen was an Korrektur sehen. Das ist
etwas, das ist nicht ungewöhnlich. Da ist natürlich dann jetzt hier an dieser Stelle wieder auch das Risiko da, dass der Markt komplett rumfällt und auch unter dieses Tief hier, unter dieses Korrekturtief läuft. Dann sehen wir hier unten weiteren Verlauf und dann wird es dann hier spannend, was an diesem Tief hier unten bei knapp 2300 Punkten passieren wird. Das ist das, was offen ist. Das kann passieren. Deswegen hier momentan auch ein hohes Risiko. Zu sagen, okay, wir laufen jetzt nicht einfach weiter hoch. Die Korrektur kann aber auch genauso gut, und das ist ja das, warum wir so eine Planung machen, warum wir hier Szenarien planen. Wenn wir jetzt korrektiv nach unten laufen und wir bleiben über diesem Level, was wir hier haben, auch da stelle ich die Marke einfach noch mal kurz daneben, hier in diesem Bereich, also das ist knapp so die Marke von 2400 Punkten, bleiben wir da drüber und drehen wir dann rum, dann haben wir gute Chancen, dass wir hier mittelfristig einfach wieder weiter nach oben laufen und diesen Aufwärtstrend dann fortsetzen. Das ist dann interessant. Nächste Anlaufpunkte sind wir die, die wir hier im Chart auch sehen, hier diese Korrekturhochs von diesen Schwüngen, die wir auch nach unten gesehen haben. Das ist dann knapp die Marke von 2700 Punkten, beziehungsweise als nächstes dann hier oben dieser Bereich, wo wir um die 2800 Punkte das Level drin haben. Das ist das, was wir zur Oberseite hin erkennen können, wenn wir positive Szenarien bekommen. Das heißt, wir haben hier oben einmal diese Punktemarken von 2,6, in der wir uns gerade befinden. Wenn der Markt dort oben drüber läuft, haben wir die nächsten Chancen offen, hier oben reinzulaufen. Ungefähr 2800 Punkte haben wir hier. Den nächsten großen Widerstandsbereich, Zwischenstation hier, dieser kleine nach oben geschlagene Haken bei ungefähr 2700 Punkten. Schöne Sachen, die wir hier auf der Oberseite sehen können, wenn der Markt hochläuft und nach unten hin. Er kann natürlich jederzeit wieder runterlaufen. Wir können ja die Märkte nicht vorhersehen und sagen, hier das und das wird passieren. Aber da bleibt es dann halt auch sehr, sehr interessant, was hier unten in diesem Bereich passiert. Das heißt, am Tief, was wir geschrieben haben, ich glaube, das war sogar Weihnachten, Heiligabend gewesen, wann war denn das gewesen? Ja, genau, der 24. Da haben wir hier unten das Tief bei ungefähr 2300, etwas über 2300 Punkten gehabt. Da bleibt es interessant, wenn der Markt tatsächlich diesen kleinen, kurzen Aufwärtstrend nach unten bricht. Was passiert hier? Und wenn wir dann die Situation sehen, dass wir hier nach unten laufen, aber im größeren Rahmen dann von unten her wieder nach oben drehen, und dann das Bild nach oben sehen, das wäre dann das Zeichen, dass wir hier auch die positive Dynamik wieder reinbekommen. Also Sie sehen, es gibt hier aus meiner Sicht momentan eher positive Tendenzen als die nach unten gerichteten im mittelfristigen Bild. Aber der Markt muss hier entscheiden. Und das ist das Wichtigste. Wir haben nach oben Chancen. Wir haben aber auch das Risiko, dass wir nach unten abfallen. Und je nachdem, in was man sich hier entsprechend auch aufhält, kann man sagen, gut, das, was wir hier sehen, ist einfach nur im Sinne dieses übergeordneten Abwärtstrends. Ich skizziere den auch gleich nochmal ein. Also hier den Markt nach unten. Da muss ich diese Linie natürlich kurz noch wieder ändern. Dann haben wir den Aufwärtstrend hier untergeordnet gesehen. Das ist der, der die Korrektur feststellt. Und das, was wir hier im übergeordneten Bild sehen, ist der momentan intakte Abwärtstrend und der steht halt einfach nur in seiner weiten Bewegung, korrigiert hier durch einen untergeordneten Trend tief. Und wenn wir jetzt hier nach unten laufen, wäre das dann für diejenigen, die dieses Bild mit im Kopf haben, einfach nur die Umkehr und dann wird das Richtung Trendfortsetzung kommen und dann auch da wird man sehen, was hier unten an der Marke von knapp 2300 Punkten passiert. Also das einmal mit Blick, meine Gedanken zum S&P 500 an dieser Stelle. Und dann schauen wir nochmal in den Ölpreis rein. Hier das WTI, da gab es ja in den letzten Tagen sehr, sehr schöne positive Nachrichten. Und das übrigens auch sage ich mal, in Zusammenhang mit dem großen wirtschaftlichen Bild, diesen starken Ölpreisrückgang, den haben wir ja auch in der Phase erlebt, wo der Markt sehr, sehr stark gewisse negative Impacts aus der Wirtschaft sehr, sehr stark nach unten gespielt haben. Wir hatten hier in diesem ganzen Rahmen auch immer die Situation, dass die Lagerbestände sich deutlich schlechter entwickelt hatten, als das in der Aufwärtsphase der Fall gewesen ist. Und was wir hier jetzt momentan sehen, ist auch ganz klar, wir sind im übergeordneten Bereich selbstverständlich rein aus technischer Sicht noch in dem Abwärtstrend drinnen. Aber, und das ist halt der Punkt, den ich hier an dieser Stelle auch nicht müde werde zu betonen, hier gab es noch diesen kleinen Zwischenspurt noch mal kurz nach oben. Aber im Grunde genommen sind wir hier sehr, sehr stark. Ich lasse jetzt die kleinen Haken mal raus aus Zeitgründen. Also diesen kleinen Haken hier sind wir sehr, sehr stark nach unten gelaufen. Wir haben hier ein wichtiges Level rausgenommen in diesem Bereich. Das ist hier drüben die Marke um die, wo haben wir es gewesen?
Das ist jetzt, ach, das ist doch der Dow Jones, den wollte ich gar nicht haben. Das hat mich jetzt so stark an den Ölpreis auch erinnert, dass ich hier den falschen Wert genommen habe. Zack, hier muss der WTI rein. Wir haben jetzt hier, also im WTI, oh, das ist aber ein hässliches Bild, das mache ich mal sauber. Neues Chartfenster. So, wir wollen einen schönen, sauberen Chart hier sehen, dass wir besser zeichnen können. Also wir haben jetzt hier diese wirklich sehr, sehr große Dynamik nach unten auch gehabt. Also dieses große Bild sozusagen hier. Ich zeichne mal den letzten Schwung hier noch ein. Das war das große, starke Bild nach unten. Wir haben wichtige, sag ich mal, Marken auch rausgenommen aus dem Markt hier. Wenn wir das uns mal in der Woche auch anschauen. Wir hatten es ja oft genug gehabt und wir sind hier unten jetzt in einem Bereich auch zum Stehen gekommen hier. Was ein wichtiger Support gewesen ist. Und plötzlich kommen auch wieder bessere Nachrichten aus der Wirtschaft, bessere Nachrichten zum Ölsektor und plötzlich dreht der Markt hier rum. Das sind sehr, sehr schöne, sehr positive wirtschaftliche Tendenzen. Und wenn wir uns das ganze Bild hier in der Woche auch mal anschauen, wenn wir diesen starken Schub nach unten anschauen, dann hatten wir hier über 2 Wochen sozusagen mal einen kurzen Rutsch nach oben auch angenommen. Und da sehen wir hier auf Wochenbasis hier diesen Bereich um die Marke von, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir es hier oben haben, ungefähr. Naja, $54, das ist der Bereich, den wir hier als Widerstand sehen, wo wir diesen Wochenhochlupfer haben. Und wir sehen jetzt auf Tagesbasis ein deutlich geändertes Bild. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Markt eine Situation, dass wir deutlich in die Korrektur reingelaufen sind hier. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut, diesen untergeordneten Schwung, den wir hier gehabt haben, den laufen wir jetzt an. Und der Markt scheint hier nicht so richtig müde zu werden. Untergeordnet haben wir auch einen neuen Aufwärtstrend gebildet. Also Sie sehen, Supportbereich hier unten sehr schön angenommen worden. Hier dann Bildung eines untergeordneten oder generell eines Aufwärtstrends. Jetzt mal von der Verortung her das Ganze weggenommen. Das heißt, wir haben jetzt schön einen Markt, der nach oben trendiert. Das ist jetzt natürlich mit Blick auf das Größere noch nichts, was diesen großen Schub rausgenommen hat. Aber es ist erstmal eine positive Tendenz. Und hier finde ich das jetzt sehr, sehr interessant, was hier passiert, wie sich der Markt dem Ganzen hier oben auch annähert, was dieses Widerstandslevel geben wird. Wir stehen hier oben in einer weiten, weiten Bewegung. Und hier ist es jetzt sehr, sehr interessant, auch aus Sicht vom Trading. Sie wissen ja, ich kaufe ungern in solche Fahnenstangen rein. Hier in diesem Bereich war ein sehr, sehr guter Zeitpunkt zum Einsteigen, als dieser junge Trend entstanden ist. Jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hier als Korrektur irgendwann bekommen, ne? Weil wir laufen ja hier in ein gewisses Widerstandslevel rein. Wir haben hier in diesem Bereich immer wieder Kerzenhochs gesehen, die dann nach unten abgedreht sind. Ich mache das mal ganz kurz rot hier an diesem Punkt, an dieser Marke. Und da haben wir gesehen, da wollte der Markt nicht so richtig hoch. Da laufen wir jetzt rein. Das heißt, wenn wir hier weiterlaufen, wäre das schon mal ein sehr, sehr schönes, gutes Zeichen, dass der Markt uns gibt, dass hier wirklich die Käufer weiter am Ball bleiben. Und hier dann natürlich die nächste Marke. Und wenn das rausgenommen wird, das sind natürlich sehr, sehr positive Tendenzen für weitere Kurssteigerungen, wo wir dann auch an diesen starken Schub nach unten hier, an diesen Schwüngen sehen können, was an Potenzial nach oben hin dann noch wartet. Das heißt, diejenigen, die hier nach unten getradet haben, liegen möglicherweise auch an solchen Stellen mit Absicherungsorders mit im Markt, je nachdem, welches Bild hier getradet wird. Und da haben wir als nächstes auch oben hin potenzielle Punkte, die man anlaufen kann. Ne? Hier oben grob die knappe 58 US-Dollar für das Barrel. Oder dann hier das nächste, ungefähr die 67, 68. Da ist viel Luft nach oben hin, was Potenzial geben kann. Und wenn der Markt anfängt, sowas zu spielen und die wirtschaftlichen Rahmendaten dieses Bild auch wiedergeben, das ist viel Potenzial. Da ist es sehr, sehr interessant, was hier als Korrekturmuster kommt. Weil was ich mir jetzt an dieser Stelle nicht ganz vorstellen kann, ist, dass wir einfach in einer Schnur nach oben laufen. Ja, wenn dem so kommt, okay, man weiß es nie, Übertreibung gibt es immer, aber ich gehe eher davon aus, dass wir hier irgendwann eine Konsolidierung sehen werden und wie sich das Muster dann ergibt, das besprechen wir dann hier immer auch in den morgendlichen Besprechungen, wenn sowas hier auch mit in den Tag reinkommt. Nach unten hin kann es dann natürlich Korrektur geben, dann haben wir auch interessante Marken nach unten auf der Liste liegen, da können wir uns auch schön die Trends in der Stunde dann mal anschauen, wie die gelaufen sind. Nach oben hin haben wir hier auch Potenzial mit da liegen. Also es bleibt sehr, sehr, sehr spannend, wie dieser Markt hier weitergehen wird, auf alle Fälle auch das Bild sowie die Indizes deutlich positiv auch mit aufgehellt. So, das also zu dem WTI. Wir haben jetzt ein paar Indizes besprochen, wir haben das WTI besprochen. Jetzt gucke ich mal kurz in die Chats hinein, ob wir noch Fragen haben. Also wenn jemand einen Wunschmarkt hat, einen Wunsch hat, wo wir einfach mal zusammen reinschauen wollen, dann bitte jetzt eingeben. Ich sehe in den Chats gerade nichts, was gezeigt wird.
Das heißt an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit hier auch in dieser Woche. Hat wieder viel Spaß gemacht, mit euch, mit Ihnen hier zu kommunizieren über diesen Weg. Ich hoffe, die ein oder andere gute Idee war auch dabei gewesen. Für mich ein guter Jahresstart, schöne Möglichkeiten, wo die Märkte gut in Bewegungen reingekommen sind. Wir machen nächste Woche auch so weiter. Es gibt jeden Morgen wieder den Blog-Eintrag und dann um 8:30 Uhr selbstredend hier die entsprechenden Live-Besprechungen. Für all diejenigen, die das Ganze auch im Nachgang schon von meiner Seite auch hier natürlich ein schönes Wochenende. Genießt alle die freie Zeit. Ich hoffe, der Winter ist hier für viele in der Situation, wo er sie nicht negativ im Griff hat, dass man das Ganze auch genießen kann. Und ansonsten sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss, machen Sie es gut, macht's gut, euer, ihr Mike Seidel. Ciao, ciao.